Hallihallo und willkommen bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit dem Eistee. Wir stehen hier vor Valgard, aka Dwayne Johnson, der uns letztes Mal, beziehungsweise die letzten zwei Male, richtig verprügelt hat. Und ich habe den irgendwann nachher gemerkt, das war nämlich kurz bevor wir zum allerersten Fest gingen. Da hatten wir uns ja für Yennefer, hatten wir uns umgezogen und hatten irgendwelchen Schrott an. Und darum hat er uns wahrscheinlich so hoffnungslos verdroschen. Und ich ziehe jetzt mal meine Rüstung an, damit wir richtig bereit sind. Haben wir noch irgendwas? Nö. Und schauen jetzt nochmal. Ich weiß, der ist irgendwie Stufe 30 oder so, aber der müsste trotzdem zu knacken sein. Ja. Das ist der falsche, den hier brauchen wir. Hier, komm her, Kampfmeister. Ich denke, ich werde es versuchen. Wenn du bereit bist, tritt vor und sprich. Fangen wir an. Nun denn, kämpft! So. Der hat uns letztes Mal so richtig auseinandergenommen. Mal schauen, ob es jetzt besser geht. Er haut immer noch gut zu. Hey, hallo? Zusammenbleiben! Wieso haut denn der so zu, sag mal? Der haut so fest zu die ganze Zeit. Aber wir. Ja, doch, jetzt ein bisschen. Ja, der haut schon rein. Jetzt. Ja, ja, ja. Komm, weg, weg, weg. Es könnte noch gehen. Geh weg. Wir müssen noch mal so eine Kombi hinkriegen. Ich kann hier auch nicht regenerieren oder so. Ey, dieser Saftsack. Jetzt. Wow. Ganz wenig Leben haben wir noch. Jetzt aber. Komm. Hau dich um. Hau dich um. Ah, nein. Noch ein. Ja, Mann. Wow. Der Fremdländer hat gewonnen. Ei. Grimm wartet noch. Ein würdiger Gegner. Das war jetzt mega ultra knapp, aber wir haben es geschafft. Besiege Grimm. Zu dem Grimm gehen wir jetzt auch noch gleich besuchen. Aber erstmal müssen wir unseren Quatsch ein bisschen ausräumen. Die ganz guten Sachen hier, die haben wir noch andere Pfeile dabei. Vielleicht die da, ja. Die nehme ich mal mit. Und wir müssen, haben wir noch eine andere Trophäe? Ich hätte gerne eine Monster-Trophäe, die für Dingens gut ist. Wie sagt man? Für Monster, weil die hier ist auch für Humanoide. Da muss ich die mal kurz eintauschen. Humanoid, Bonusgold, Monster, genau, die hier. So eine. Und dann können wir... Wir könnten uns auch mal unsere Rüstung sockeln. Welches Zeichen benutzen wir denn gerne? Und Arad wäre das zum Umhauen und Igni ist das Feuer. Einfrieren. Rüstungsdurchbohrung. Quen ist Schutzschild, das brauche ich eigentlich gar nicht. Nehmen wir mal die Ignissteinchen mit. Und den Rest. Warte, ich tue erstmal sockeln. Inventar. Den Monsterkopf, genau. Und jetzt tun wir mal ein bisschen unsere ganzen Sachen sockeln. Mit Igni. Und die Schwerter, was machen wir da rein? Taumeln. Bluten. Bluten ist cool. Ja, machen wir viermal Bluten rein. Und... So. Jetzt haben wir zwei gute Pfeile. Und nachher haben wir wieder unsere Schrottpfeile. Aber... Ist alles gut so. Jetzt gehen wir diesen Grimm suchen. Wo war denn hier der Wegpunkt? Irgendwo in diesem Dorf hat es einen Wegpunkt. Bisschen weiter unten noch, da. Gehen wir da hin.
Ich bin jetzt gespannt, was Grimm für einer ist. Weil der erste oder der eine, den wir da auf dieser einen Insel vermöbelt hatten, der war eigentlich relativ easy. Und der hier eben, das war so ein Fetz, ne? Das war jetzt fast dreimal hat er uns besiegt. Und jetzt kommt noch einer. Schauen wir mal, was der kann. Und wahrscheinlich nach diesen dreien kommt dann noch der Chef. Oh, wo ist... Ich grüße dich. Du kennst mich? Ja, ich hab von dir gehört. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war sicher unangenehm. Ich hab gehört, ihr macht hier Kämpfe? Da hast du richtig gehört. Versuch dein Glück, wenn du willst. Wer ist mein Gegner? Aha, neugierig, was? Der heißt Grimm. Er ist Holzfäller und im Winter prügelt er sich durch die Tavernen. Wollte diese Saison die Meisterschaft gewinnen, aber daraus ist nichts geworden. Der hat so Stahl an den Händen. Kämpft ohne Gnade, aber ehrenvoll. Ich will auch solche Handschuhe. Und spart euch etwas Kraft für den nächsten Kampf auf. So, komm mal her. Schauen wir uns den mal an. Ach, der ist 31. Der ist doch ein bisschen höher. Aber der ist eigentlich noch stärker als der von vorher. Aber der kassiert auch. Ey. Hallo? Weich mal aus, Geralt. So, jetzt gibt's aufs Maul beim Grimm. Jetzt gibt's aufs Maul. So, komm. Weg. Bisschen moven, bisschen ausweichen. So, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt. Weg. So, jetzt aber, komm. Nimm mal den Fuß raus. Weil er kann mit dem Fuß treten, der Geralt. Er will nur nicht immer. Und ich würde gerne wissen, wie man so kontern kann. Und die Gegner, die können das auch. So. Knapp, aber wir haben ihn besiegt. Geralt der Reisende hat gewonnen. Freya, verdammt. Gut gekämpft. Du hast dir das Recht auf einen Kampf mit Olaf auf Arnskellig verdient. Viel Glück. der lacht schon so heimtückisch. Das heißt nichts Gutes. Misst dich mit Meister von Skellige, Olaf. Das wäre ja unser letzter Meister, oder? Ich meine, der wird wahrscheinlich jetzt noch höher sein vom Level her, aber wir können es ja mal probieren. Wieso auch nicht? Ja, wo ist denn der Olaf? Hier. Hier ist der große Olaf. Hey! Ach, der hier. Wollte der den Wegpunkt essen, oder? Ja, auch wenn die Chance zu gewinnen eher gering ist, ich würde sagen, wir probieren das doch einmal. Was ist das für eine Bude? Eine richtige Arena. Weil, was wollte ich eben sagen? Das wäre ja unser letzter. Und wenn wir den besiegt haben, dann sind wir Meister von allen Gebieten. Hier ist der Buchmacher. Du willst gegen Olaf kämpfen. Genau. Er hat lange auf einen würdigen Gegner gewartet. Diese Wettkämpfe finden sonst auf der Straße statt. Höchstens in Tavernen. Ihr habt hier eine richtige Arena dafür. Errichtet dank Birna Brans Großzügigkeit, die ihre Juwelen gespendet hat. Interessant. Wo ist Olaf? Er zeigt sich, sobald es einen Herausforderer gibt. Ich kämpfe gegen Olaf. Der Faustkampf ist eine Tradition in Skellige. Und hier auf Arnskellig ist sie absolut heilig. Was ist an eurer Tradition so besonders? Einst lebte ein Krieger namens Duns Ursus auf Arnskellig. Er bekämpfte die Monster mit bloßen Händen. Der Wettkampf findet ihm zu Ehren statt. Ich werde kämpfen, als ginge es um Leben und Tod. Wie ist dein Name? Geralt von Riva.
Geralt von Riva, tritt ein in die Arena. Siegst du, hast du die Ehre, gegen den Meister der Meister antreten zu dürfen. Okay, der Meister der Meister. Den gibt's also auch noch. Jetzt schauen wir erstmal den hier an. Den Olaf, was der drauf hat. Mal schauen, wie er aussieht. Wer ist Olaf? Wo ist Olaf? Kämpfen ist unsere heilige Tradition. Das Blut, das in dieser Arena vergossen wird, bezeugt die Stärke des Clans. Der heutige Sieger ist der neue Meister. Doch ein Held ist bereits, wer sich dem Kampf stellt. Okay. Scheiße. Ein verdammter Bär. Das ist Olaf. Olaf der Bär. Komm her. Komm her. Ein Bär. Wie geil. Ja, der Bär hat sich erledigt. Du hast Olaf besiegt. Knackiger Kampf. Gibt es noch jemanden, gegen den ich kämpfen kann? Du hast alle Kämpfer in Skellige besiegt. Damit bist du der Meister der Inseln. Du kannst stolz auf dich sein, mein Freund. Ich hab dich beobachtet. Du hast großes Potenzial. Kannst du dir vorstellen, Amateurkämpfer abzulegen? Als Profikämpfer anzutreten vielleicht? Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich suche jemanden, der das Zeug dazu hat, den Meister der Meister von seinem Thron zu stoßen. Ein gewisser Skelliger hat den Titel inne. Ich bin sicher, nur du kannst es mit ihm aufnehmen. Frage dich selbst. Bin ich manns genug, nach Skellige zu segeln, um den Meister der Meister herauszufordern? Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Sehr gut. Auf der Insel Speaker Rogue gibt es eine Arena. Dort kämpft der Meister der Meister. Ich lasse ihnen ausrichten, dass du auf dem Weg bist, um ihn herauszufordern. Leb wohl. Okay. Den Meister der Meister. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Dann müssen wir nach Dingens, Speaker Rogue. Und dafür brauchen wir wohl erstmal einen Wegpunkt. Was haben wir jetzt erhalten? Questdog. Ah, Händler, sehr gut. Wo ist er denn? Ist er drin? Ach, es ist wieder mitten in der Nacht. Da pennt er wahrscheinlich wieder. Ich mach mal schnell Tag. So. Vielleicht kann der uns wieder das ein oder andere abnehmen. Wo sicher ist er? Hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und wollte nicht mehr. War er nicht ein Schmied? Ach, da drüben. Jetzt ist er aufgewacht, aufgestanden. Da bist du ja. Genau, da sind wir wieder. Und schauen mal. Zeig mal, was du auf Lager hast. So, das Schwert, das haben wir eben gewonnen beim Kampf. Nichts Besonderes, kann weg. Und jetzt hat wenigstens mal einer genug Gold, um uns das noch abzunehmen. Es wird immer besser. Unser Inventar. 2 hat er zu wenig. Wollen wir das kaufen? Taumelzeichen. Angriffskraft. Interessant. So. Das war's dann. Bis dann. Unser Inventar sieht wieder super schön leer aus. Und dann gehen wir jetzt zum Meister der Meister. Mal schauen, welches Level das der hat. Wie stark der ist. Wo ist ein Speaker Rook? Ne, hier nicht. Vielleicht da drüben. Hier. Da ist der Meister der Meister. Und da haben wir wieder... Ach, es ist gerade gut, dass wir hierher kommen, weil ich wollte ja schon ewig lange, vor 4, 5, 6, 7 Folgen, wollte ich dieses eine Fragezeichen mal aufdecken. Und wir kamen bis jetzt aber nie dahin. Da ist noch ein Schmied. Da werden wir noch den Rest unserer Dinge los. Was bringt dich her?
Und den kennen wir auch noch nicht. Super. Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Der hat auch jede Menge Gerümpel. Aber wir wollen ihm Gerümpel verkaufen. Ey, der ist richtig reich, der Schmied hier. Der hat mega viel Kohle. Und jetzt haben wir nichts mehr. Und trotzdem sind wir noch so schwer. Was haben wir denn so Schweres? Hab keinen Plan. Auf jeden Fall müssen wir uns den hier mal merken. Der ist super reich, der Schmied. So, aber erstmal gibt es natürlich Dresche. Eine Partie Gwind wäre mir am liebsten. Ja, da schaut er nicht gerade begeistert. Der weiß wahrscheinlich schon, was auf ihn zukommt. Und wir beginnen. Was haben wir? Spion, die Dinger, das kann weg und das auch. So, wunderbar. Guter Start haben, würde ich sagen. Zwei Spione, die Verstärker, eine Finte. Das ist alles tiptop. Ciri Geralt haben wir auch. Jen noch gezogen. Es wird immer besser. Es wird ja immer besser. Ah, noch einer. Okay, den kleinen, den nehme ich mal zurück. Und der hat auch noch einen. Das wird auf jeden Fall wieder eine lange Runde, so wie es aussieht. So viel wie wir hier ziehen. Ich habe doch zwei Finten gezogen. Das ist perfekt. Da können wir uns die nämlich gleich wieder reinziehen hier, die Spione. Und macht ihr auch. Und da kommt der nächste Spion angeflogen. Ja. Das ist hier das volle Programm. Wir haben bald keine Karte mehr, weil wir alle gezogen haben. Okay, 31 Punkte. Die könnten wir schnell holen. Würde mich aber 3 Karten kosten. Nee. Der kann mich mal. Wir besiegen den in der nächsten Runde. Eine Runde darf man ja verlieren. Ja genau, jetzt kommt sicher. Jetzt bringt er noch mehr Spione. Wir haben auch noch einen. So. Noch eine einzige Karte haben wir noch in unserem Ablagestapel. Und ich würde sagen, die erste Runde hier, da tue ich jetzt mal ein bisschen die Helden raus. Mal schauen, was er so hat. Nicht, dass er mir irgendwie die Karten dann verbrennt. Das war jetzt eine lustige Runde irgendwie. So viele Karten gezogen, das habe ich das letzte Mal beim großen Gewinnturnier in Novigrad. Also, dass wir echt nur noch eine Karte Reserve haben im Deck. Das ist sehr, sehr selten. So. Aber jetzt kommen einfach nur noch Heldenkarten raus. Nur noch 10er und 15er, bei ihm auch. So. Aber jetzt hat ihn natürlich auch das Kampfesfieber gepackt. Und will jetzt auch nicht so schnell aufgeben. Jetzt gibt er alles hier. Okay, die bringt ihm zum Glück nichts. Ich nehme erstmal die normalen noch. Und alles, was ein Special hat, sparen wir uns für die nächste Runde auf. Hey, noch ein Spion. Der hat
noch einer. Jetzt zieht er aber auch alles hier. Ja, Rittersporn. Es gibt uns schon mal einen sehr guten Vorsprung. Okay, er kommt wieder. Passen kann ich halt noch nicht, weil der überholt mich dann ganz sicher. Aber da er jetzt dort eine 20er stehen hat, kann ich meine diese hier ausspielen. Das werden dann eine 16er. Aber die kann er mir immerhin nicht killen. Er könnte höchstens den Wettereffekt bringen, was aber seine Karte auch abschwächt. Von daher passt das schon. Es hörte gar nicht mehr auf. Was für eine Runde. 110 zu 162. Mein Gott. Der wollte es jetzt aber wissen. So. Der wollte es richtig wissen. Und das ist unsere letzte Karte, die wir noch hatten. Jetzt schauen wir mal, was er noch so hat. Er hat immerhin noch 5 Karten. Das ist gar nicht so wenig. Ach du Kacke, jetzt zieht er noch mehr. Okay, das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Es könnte doch noch eng werden. Okay, der ist Geschichte. Jetzt nehme ich... Das ist jetzt doof. Ich wollte diese hier ausspielen, damit ich quasi einen habe, der stärker ist als die hier, damit er mir die nicht killen kann. Aber ich wollte ja Rittersporn holen, um die zu verdoppeln, aber dann das spielt keine Rolle. Dann bringe ich erstmal den hier. Wenn er mir die jetzt killt, dann... shit. Okay, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was hat er noch? So, dann kommst jetzt du. Und ich glaube, Rittersporn wäre jetzt am schleusten, weil der würde beide verstärken. Dann hätten wir 2 Achter da stehen. Und wenn ich, wenn ich so einen hole, dann haben wir 2 Achter plus den Vierer. Das wäre besser. Ja, komm, dann nehme ich so einen. Sonst kann, es bringt mir da alles nichts. Die Spione bringen mir nichts, weil ich habe eh keine Karten mehr. Ja, dann ab ins Gefecht. Ja, nun, was kommt? Kann er uns überholen? Okay, die ist zum Glück schwach und dir... Das reicht nicht. Wow! Mega Runde! Aber gewonnen! So, lieber Schmied. Jetzt geht's weiter. Wir suchen nämlich die große Boxarena. Wir sind schon auf der richtigen Insel, oder? Ich habe mich schon geportet. Ja, immerhin das habe ich schon gemacht. War ich mir nicht mehr sicher. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir dieses eine Fragezeichen da finden. Das habe ich letztes Mal nicht gefunden. Wo wir ganz nach oben gingen. Da Richtung Haus. Vielleicht kommen wir von dieser Seite irgendwie hin. Ist da vielleicht eine unterirdische Höhle? Nee, abgeschlossen. Hier kommen wir rauf. Okay, da kommen wir rauf. Nein. Hoch, genau. Wo ist denn dieses Teil? Das ist da oben. Weil ich habe es ja letztes Mal probiert, irgendwie da durchzukommen, aber es geht nicht. Wie kommen wir da hoch? Und hier habe ich das Gefühl, wir sind viel zu weit. Ich glaube nicht, dass der da nach oben kommt.
Nee, der kommt da nicht hoch. Und hier irgendwie hochklettern vielleicht? Auf der Seite? Nee. Kommt er hier hoch? Versuch mal, Geralt, komm. Hüpf. Nee. Hier geht nix. Wir kommen da nicht hoch. Egal wo und wie. Das geht... Ja, vielleicht da? Auf dieses Haus? Weil von der anderen Seite haben wir es ja schon probiert. Von hier komme ich nicht rauf. Da steigt er immer sofort wieder ab. Das ist... Das gibt's... Wie, wir müssen irgendwie da hochkommen. Ja! Jetzt! Na, oh, fast wäre ich runtergesegelt. Und hier ist auch der Weg nach oben. Wieso ging denn das letztes Mal nicht? Ich habe das schon mal probiert, da hochzukommen. Und da ging das leider nicht. Ein Ort der Macht. Wunderbar. Magie. Ein Ort der Macht. Bam. Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Ah, das, also hier, das ist alles mit Schütze. Das brauche ich nicht unbedingt. Und das ist Verteidigung. Also kontern. Das Problem ist, ich konter nie. Das wäre eigentlich eine ganz nette Fähigkeit, aber ich konter nie. Verringert den Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten wurden. Das bringt auch nichts. Und das bringt auch nichts. Ha. Schnelle Angriffe haben jetzt auch einen Bluteneffekt durch den Gegner. Ich glaube, dann tun wir das hier noch skillen. Wann wird denn das freigeschaltet? 26. Das wird ja bald freigeschaltet. Dann können wir hier schon mal die Punkte reinballern. Und sobald es dann verfügbar ist, können wir das dann nehmen. Ja, das passt. Okay, dann suchen wir mal den Meister der Meister. Wo ist denn der? Der ist da ganz, ganz vorne. Der Meister der Meister. Können wir irgendwie runter sliden? Ich will jetzt nicht irgendwie an Fallschaden sterben. Plötzlich kann ich hier nicht rufen, das scheint zu weit oben zu sein. Runter geht's. Runter ist natürlich kein Problem. Nur hoch war ein Problem. Ja, und da ist auch unser Begleiter. Dann gehen wir jetzt mal zum Meister der Meister. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das der Meister von Skellige ist einfach nur. Oder ob das vielleicht wirklich eine Quest ist, die erst freigeschaltet wird, wenn man alle anderen besiegt hat. Also, weil wir wurden ja Meister in Rings in Velen. Wir waren Meister im Weißgarten. Meister Novigrad, wir sind überall Meister. Und dass das vielleicht wirklich erst jetzt freigeschaltet wird. Oder eben, ob das jetzt einfach der Meister von Skellige ist. Und wir nachher noch einen Meister kriegen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber Hauptsache, wir sind Meister der Meister. Das klingt ja gut. So. Schau dir mal. Das hier scheint der Typ zu sein. Buchmacher. Und da ist noch eine Quest. Was haben wir hier für eine Quest? Der Gunnar. Hallo? Wozu denn Bleikugeln? Geralt? Das ist eine Erscheinung. Der Gunnar will nicht reden. Was machen wir dann? Zu den Druiden gehen? Vielleicht müssen wir erst... Willst du hier um den Meistertitel kämpfen? Mhm.
Da musst du wohl warten. Die Arena ist wegen eines gewissen Vorfalls geschlossen. Es müssen Untersuchungen stattfinden und Schlüsse gezogen werden, damit sowas nicht wieder vorkommt. Okay. Ah, jetzt. Vielleicht? Druiden können euch bei Erscheinungen nicht helfen. Ach, du bist wohl besser? Halt die Klappe! Er ist besser als alle. Das ist ein Hexer. Hör mal, es geht um unsere Arena. Da spukt eine Erscheinung. Wir wissen nicht, wie man sie los wird. Kannst du was unternehmen? Na! Tut mir leid, kein Interesse. Bis dann. Aber an dem Ort spuken unreine Mächte. Ein verfluchter Geist. Dann geht nicht hin. Ach, schieb dir den Ratschlag in den Arsch. Aber wenn du es dir nochmal überlegst, wartet eine Belohnung. Ja, ich wollte eigentlich Hexer. Auch auf... Hör mal. Hier, von welcher er scharrt. Was wisst ihr über den Geist? Wann ist er zum ersten Mal aufgetaucht? Mein Großvater hat gesagt, dass die Erscheinung seinem Großvater zufolge Ulle der Unglückswurm hieß. Er verlor jeden Kampf, erholte sich aber immer von seinen Wunden. Ulle konnte nicht einmal sterben wie ein Mann. Bis Jarl Torma eines Tages ein Turnier in der Arena ausrief. Damals wurden die Gegner ausgelost. Und der Jarl musste gegen Ulle den Unglückswurm antreten. Der Jarl war so siegessicher, dass er Ulle verhöhnte und der Lächerlichkeit preisgab. Bis sich die Leute auf den Rängen vor Lachen bepissten. Schließlich hob er sogar triumphierend die Arme. Und da steckte ihm Ulle, der es nicht mehr ertrug, einen Dolch in den Rücken. Im Sterben verfluchte Torma Ulle. Mögest du immer wieder verlieren, endlose Jahrhunderte lang. Das sagte er. Und seitdem spukt Ulle in der Arena und will kämpfen. Manchmal gelingt ihm das auch. Du meinst, es haben schon Leute versucht, ihn zu besiegen? Soll das ein Witz sein? Jeder besiegt ihn. Aber der arme Kerl kommt immer wieder zurück. Darum können wir ja auch keine normalen Kämpfe ausrichten. Was ist das für eine Arena? Eine ganz gewöhnliche. Hier haben die besten Krieger ihre Kräfte gemessen. Spikeroger Kämpfe waren in ganz Gellige berühmt. Bis eines Tages eine Erscheinung auftauchte. Woher weißt du das? Ich hab doch gesagt, er ist ein Hexer, ein kluger Mann. Der weiß sowas. Na gut, ich kann versuchen, diesen Geist auszutreiben, aber nicht kostenlos. Wenn du es schaffst, zahlen wir dir die Siegesprämie. Und einen Teil unserer zukünftigen Einnahmen, wenn der Fluch gebrochen ist. Und die Kämpfe wieder laufen. Findest du es nicht etwas übertrieben? Doch, etwas, aber drauf geschissen. Wenn der Hexer mit der Erscheinung fertig wird, hat er einen Anteil verdient. Also gut, aber nur einmal. Klingt vernünftig. Wartet hier auf mich. Es dürfte nicht lange dauern. Gut. Finde eine Möglichkeit. Jetzt hat er noch eine Quest. Sei gegrüßt. Was ist das für eine Arena? Eine ganz gewöhnliche. Ach, das, ist eines das haben wir schon. Ich hab doch gesagt. Und das haben wir auch schon. Was wisst ihr über den Geist? Wann ist er zum ersten Mal aufgetaucht? Nee, das doch mein nicht. Großvater hat gesagt, dass die Erscheinung seinem Großvater zufolge Ulle der Unglückswurm hieß. Nee, das haben wir auch schon. Im Sterben. Du meinst, soll das sein? Es hat nur die Quest noch nicht aktualisiert. Danke. Bis dann. Jetzt vielleicht? Oder die Quest will einfach nicht weg. Egal. Gehen wir mal rein. Mal schauen, wo dieser Ulle ist. Hier. Willst du gegen den Geist der Arena kämpfen? Keine Sorge, gegen Ulle, den Unglückswurm, gewinnt jeder. Aber erspar mir deine Sprüche. Stirb, Geist, und ich werde dich besiegen, Geist der Arena und so. Das habe ich schon zu oft gehört. Ich ertrag's nicht mehr. Du bist kein typischer Geist. Warum nicht? Weil ich dich nicht verfluche und dir mit dem Tod drohe? Sowas langweilt mich einfach. Außerdem weiß ich eh, wie's laufen wird. Du beleidigst mich und spießt mich mit dem Schwert auf. Ich verschwinde und bin nach ein paar Tagen wieder zurück.
Und genauso wird es mit allen sein, die nach dir kommen. Das ist mein Schicksal. Ich muss bis zum Ende der Welt hierbleiben und jeden Kampf verlieren. Aber du bist nicht hier, um zu reden. Zieh dein Schwert, schlag zu und besiege den Geist der Arena. Was wäre denn, wenn wir gegen den verlieren? Zieh deine Waffe. Waffe ziehen, aber mach schnell und ohne viel Drama, wenn's geht. Weil der Geist, der darf ja... Ich lasse den jetzt einfach mal auf mich hacken. Oder soll ich ihn erstmal normal umhauen? Ich hab dich besiegt. Sieht so aus. Ich gratuliere. Aber wie? Ich sollte bis ans Ende der Zeit verlieren. Was ist das? Ich höre Lachen und fröhliche Rufe, das Klirren von Kelchen und eine Stimme. Sie ruft mich zum Fest der Helden. Du hast mich gewinnen lassen. Du hast mich befreit. Danke, die Götter sind mit dir. Leb wohl, Geist. Ja, das war jetzt so ein spontaner Einfall irgendwie, der ein EP brachte. Aber wunderbar. Haben Sie dir den Arsch schon mit Honig? Ich hätte eigentlich gedacht, dass der mich so lange auf mich einprügelt, bis ich tot bin, aber... Oh, Hexer. Geht auch so. Hast du es dir überlegt, ja? Hör mal, es geht um unsere Arena. Da spukt eine Erscheinung. Wir wissen nicht, wie man sie los wird. Kannst du was unternehmen? Ja, haben wir schon. Der Geist dürfte euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Er trinkt jetzt Met mit seinen Ahnen. Ha! Ich wusste, dass du es schaffst. Gunnar, mein Gewinn. Hier. Ihr habt gewettet? Das hättest du sehen sollen. Ich hab gesagt, dass du es hinkriegst. Und Gunnar hat gemeint, dass du keine Chance hast. Darum guckt er jetzt rein wie ein Schafsarsch. Diese Miene sehe ich oft. Immer, wenn es Zeit ist, mich zu bezahlen. Keine Sorge. Wir sind ehrbare Leute. Das ist für dich. Und denk dran. Du bekommst einen Teil der Einnahmen, sobald die Arena wieder läuft. Ich denke dran. Bis dann. Okay. Dann können wir jetzt, ja? Willst du kämpfen? Der Gefallen. Hallo. Oh, der Mutant. Hm? Guck nicht so. Ist gut so. Gewöhnliche Kerle haben keine Chance gegen den Meister der Meister. Du bist doch hier, um ihn herauszufordern, oder nicht? Genau. Sollte ich irgendwas über meinen Gegner wissen? Ich musste schon gegen einen Bären kämpfen. Nette Überraschung. Geh mit ihm. Er führt dich dorthin, wo du hin musst. Seht nur, der Meister der Meister. Und der ist wo? Ein Felstroll. Ein stattlicher Felstroll. Kämpfen wir mit bloßen Händen? Ja, mit den Händen. Na, wir sorgen natürlich für ein anständiges Begräbnis und achten den Glauben des Toten. Euer Meister ist ein Troll. Ist das allen recht? Hat keiner damit ein Problem? Warum sollten sie? Es ist ein ehrenvoller Troll. Er kam, wollte kämpfen und der letzte Meister stimmte zu. Das war Sama. Wir nannten ihn Sandlocken. Das war noch bevor der Troll ihn mit dem Kopf voraus in den Dreck schmiss. Hat der Troll einen Namen? Wir nehmen es an. Aber er wird ihn nicht verraten, ehe er geschlagen ist. Ein fahrender Troll. Wenn er den Kampf nicht überlebt, wird er auch nicht viel sagen. Ja, stimmt schon. Aber ich wette, er kann sich nicht vorstellen, zu verlieren. Als Troll kann er sich vielleicht eh nicht viel vorstellen. Logik wird nicht seine Stärke sein. Das stimmt. Ich will gegen den Meister der Meister antreten. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Kann losgehen. Geralt von Riva?
Es ist Zeit. Okay, jetzt haben wir einen Troll als Gegner. Und der wird wahrscheinlich ein mega hohes Level haben. Das ist ja jetzt der Chef dieser Bande. Ja, da schauen sie alle. Wer ist das? Das kleine Mädchen oder Junge? Schaut uns ständig so an. Okay. Hier, komm her. Wow! Was für ein Schlag der hat. Wow. Okay, also der Troll. Yes! Da ist er. Der Troller hat richtig gut zugehauen. Ein Schlag. Von Riva, du hast den Meister der Meister im fairen Kampf besiegt. Und nun das Recht, selbst diesen Titel zu tragen. Noch heute Abend werde ich Boten mit der Nachricht in die Welt aussenden. Der Titel ist dein, wie auch der Preis für den Meister. Ja, sehr schön. 90 Kronen und Schema der Bezwinger. Okay. Ich überlege jetzt gerade, wenn ich hier ein bisschen meditiere. Ich weiß halt nicht, wie lange ich warten muss für diese eine Quest, aber ich würde die ganz gerne auch noch abschließen. Ich mache mal 2 Tage, das sollte reichen. So. Ich hoffe. Das ist jetzt später. Hier gibt es nichts für dich. Sind auf dem Festland Reisende? Nee, da müssen wir wohl noch später hin. Die sind jetzt alle voll im Fighten hier. Und der Troll ist auch noch da. Was macht der hier? Ja, Troll. Der Troll ist besiegt. Ich habe in der Arena gewonnen. Ja. Was machen wir nun? Wir sind immerhin Meister. Da müssen wir dann einfach später hin. Mit Lothar. Mit Moissach spielen. Wir bringen das gestohlene Horn. Ich glaube, das machen wir auch mal noch, weil dann ist wenigstens... Das sind halt die Sachen, die wir einfach nur abschließen müssen, dass die mal gemacht sind. Wo ist denn der? Der ist da unten. Ich möchte halt, wenn es geht, wieder mal halt ein bisschen aufräumen, weil wir ja doch super viel Sachen haben. Und auch halt noch ein bisschen EP sammeln nebenbei für die... Damit wir nachher an der Hauptquest weiterziehen können. Aber das können wir eigentlich auch mal wieder machen. Jetzt haben wir irgendwie 4-5 Folgen fast nur Nebenquests gemacht. Oder was heißt fast? Es waren, glaube ich, nur Nebenquests. Dann könnten wir in der nächsten Folge auch wieder mal ein bisschen Hauptquest weitermachen. So, wo ist der Mann? Ist es du? Grüß dich, Reisender. Hier ist ein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade, das waren keine bösen Männer. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Nimm sie und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. Ja. So, Quest abgeschlossen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf zu Yennefer.
Hier, triff Yennefer, das ist schon ausgewählt, perfekt. Brauchen wir nur noch einen Wegpunkt. Ach, das ist die Festung von diesem anderen Trottel. Vom Irren. Da waren wir im Gefängnis. Vom Lubos, dem Irren. Ich glaub schon. Ah, eckiger Ochse. Ja. Die werden immer netter hier, die Leute. Obwohl wir hier eine heldenhafte Tat nach der anderen vollbringen. Und wir den Meister der Meister sind. Aber whatever. So, ab zu Yennefer. Wo ist die Kleine? Hier. Aha, ich brauche gar keinen Wegpunkt. Wir können ja sowieso... Ich kann plötzlich wieder mal nicht rufen. Vielleicht hat er keine Lust. Laufen wir mal. Und hier ist alles am Rum. Was ist das? Ja, liebe Spinne. Das war schon wieder, das war das zweite Mal, so eine monstermäßig böse Spinne. Und das war... Wie geil, Mann. Hammer. Sofortiger Tod, das ist unbezahlbare Fähigkeit. Prockt genau im richtigen Moment beim richtigen Vieh. So, und hier ist auch schon der Wegpunkt. Da vorne ist Yennefer. Und... Da gehen wir aber in der nächsten Folge dann hin. Dann machen wir wieder ein bisschen Hauptquest weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Eistee. Ciao, ciao.